Prostituierte ermordet. Mord nach dem Vorbild im Edgar-Allan-Poe-Theater. Ein neuer Jack the Ripper. Prostituierte bestialisch ermordet und aufgeschlitzt. Bitte sehr. Danke. Prostituierte bestialisch ermordet und aufgeschlitzt. Das Ungeheuer geht um. Hände von mir weg! Du gehörst zu mir, du wirst tun, was ich will! Denke nicht daran! Was hast du denn schon für mich getan? Alles. In dieses verdammte Dreckloch mich gelockt! Ich sage dir, ich gehe für dich nicht mehr auf die Straße! Lass mich in Ruhe! Thank you.
Polizei! Er ist hier. Jack the Ripper ist im Haus. Jack the Ripper ist im Haus. Tot. Er hat gesagt, dass er 12 Frauen umbringen wird. Und 12 sind es gewesen. Das Monstrum, das London terrorisiert hat, ist tot. Herr Regisseur, bitte. Das Publikum war heute nervöser als sonst. Es kommt vom gestrigen Mord. Das scheint ein neuer Jack the Ripper am Werk zu sein. Darum bin ich gekommen. Anne schickt mich. Es ist wichtig für dich. Sie möchte dich ihrem Onkel vorstellen. Du weißt, er ist Mitglied des Parlaments. Und? Er hat so seine besonderen Ansichten über Zensur. Er meint, dass Stücke wie dieses hier abgesetzt werden sollen. Ich glaube kaum, dass ich seine Meinung ändern kann. Vielleicht doch, Richard. Anne verspricht sie sehr viel von dieser Begegnung. Du weißt nicht, welchen Eindruck du auf sie gemacht hast. Als Schauspieler? Natürlich auch. Seitdem sie dich kennengelernt hat, spricht sie nur noch von dir. Also komm, tu ihr den Gefallen. Ist im Begriff, sich zu blamieren. Er hat die Absicht, eine Gesetzesvorlage zur Zensur von Theaterstücken im Parlament einzubringen. Und wenn ihm das gelingt, wird euer Stück das erste sein, das abgesetzt wird. Das Parlament hat die Pflicht, die Jugendlichen zu schützen. Und ein Stück wie Jack the Ripper müsste überhaupt verboten werden. Ich verstehe. Sind Sie bereit, dem Löwen gegenüberzutreten? Ich bin bereit. Jack, der Aufschlitzer, ist im Salon. Was ist denn los? Ein Schauspieler ist da, war er nicht? Ich habe ihn als Jack der Aufschlitzer gesehen. Ein unheimlicher Schauspieler. Seitdem ich im Stück war, lasse ich nachts immer das Licht brennen. Du bist ein albernes Ding. Wenn die Leute... Ich gehe nicht rein. Was hast du denn? Mir graut vor dem. Entschuldigung, Onkel, stören wir? Nein. Was gibt es? Morgen hat einen Freund mitgebracht, den wir dir gerne vorstellen möchten. Guten Abend, Sir George. Guten Abend, Maurer. Und das ist Mr. Richard Sand. Guten Abend, Mr. Sand. Guten Abend, Sir. Erinnerst du dich, Mr. Sand spielte bei den Shakespeare-Festspielen den Hamlet. Und jetzt spielen Sie Jack, diesen Aufschlitzer. Ja. Ich dachte, du würdest dich gern mit Mr. Sand unterhalten, weil du doch in der Öffentlichkeit über das Stück sprechen wirst. Wenn Sie unsere Aufführung noch nicht gesehen haben, Sir, wird es mir eine Ehre sein, Sie einzuladen. Meine Verpflichtungen und Arbeiten lassen mir leider wenig Zeit für Theaterbesuche. Nehmen Sie es mir daher nicht übel, wenn ich Ihre Einladung mit Dank ablehne. Das Stück ist genau nach den Tatsachen der historischen Vorfälle rekonstruiert. Mr. Sands, Sie wissen, dass ein Mord geschehen ist, der denen ähnelt, die Sie auf der Bühne vorspielen. Ja, leider. Sicher ist es für einen Schauspieler psychologisch reizvoll, einen solchen Außenseiter der Gesellschaft darzustellen. Darum bitte ich meine Stellungnahme, die entschieden ist, nicht auf sich zu beziehen. Ich durfte Ihre Bekanntschaft machen, Mr. Sands. Dafür danke ich Ihnen. Morgen. Ja. Was hat Anne für ein Interesse daran, diesen Schauspieler zu protegieren? Dieser Schauspieler ist ein guter Freund von mir. Anne hat ihn durch mich kennengelernt. Und glauben Sie mir, Sir George, Richard Sand ist ein wertvoller Mensch und ein großer Künstler. Aber er spielt in einem gefährlichen Stück. Mein kurzer Auftritt war nicht so erfolgreich, wie Sie ihn sich vielleicht dachten.
Ich finde das Benehmen meines Onkels einfach empörend. Hätte besser nicht kommen sollen. Bitte, Ann. Bitte, es ist für mich unerträglich, wenn Morrel in deiner Nähe ist. Dich liebe ich. Dich, nicht ihn. Hat er nicht auf mich gewartet? Onkels Benehmen war beleidigend für ihn. Ich rufe ihn morgen an. Gute Nacht, Morrel. Gute Nacht, Anne. Was hast du? Bis morgen. Bis morgen. Warum warst du so unfreundlich zu Mr. Sand? Unfreundlich? Ich habe ihm meine Meinung gesagt. Ich möchte ihn hier nicht wiedersehen. Ich wäre dir dankbar, wenn du dich danach richtest. Ich werde ihn sehen, wann immer ich Lust dazu habe. Er gefällt mir nicht. Aber Onkel, du kennst ihn doch überhaupt nicht. Es gibt Menschen, bei denen der erste Eindruck genügt. Gute Nacht. Gute Nacht. Bist du denn? Hier bin ich. Was wollen Sie? Thank you.
Der Tod ist vor ungefähr 4 Stunden eingetreten. Stichverletzungen und ein großer Schnitt aufgeschlitzt. Aufgeschlitzt? Ja. Ein zweiter Rippermord. Von unten nach oben mit einem scharfen Instrument regelrecht aufgeschlitzt. In der Nacht vom Sonntag zum Montag wurde eine Prostituierte in dem Park nahe der Osborne Street ermordet aufgefunden. Das Opfer ist auf eine brutale und unbeschreiblich rohe Weise verletzt worden. Es scheint so, als ob hier die Methode des Aufschlitzers Jack the Ripper nach jahrelanger Pause wiederholt würde. Die abscheulichen Mordtaten, die allabendlich auf der Bühne des Edgar Allan Poe Theaters vorgeführt werden, scheinen die Bühne verlassen zu wollen und sich in der Wirklichkeit fortzusetzen. Die Untersuchung der Mordfälle liegt in den Händen von Distriktinspektor Thorn. Kaffee oder Tee? Hm? Kaffee. Mord auf der Bühne, Mord auf den Straßen. Das klingt wie ein Reklameslogan, das Blut fließt und die Direktion profitiert. Denk nicht, mach lieber meinen Kaffee. Wenn Sie wüssten, was ich denke, würden Sie überrascht sein. Morgen, Richard. Morgen. Hast du schon gelesen? Na, was sagst du? Siehst du, das macht deine Rolle interessanter. Das müsste dir neuen Schwung geben. Wieso? Ja, weißt du, du warst nämlich in den ersten Vorstellungen anders. Ich bin jeden Abend gleich. Das kannst du gar nicht selbst beurteilen. Aber ich als dein Regisseur kann es. Da schleicht sich nach so vielen Aufführungen etwas ein, was bei den Proben nicht war. Nämlich? Du bist nicht mehr so realistisch. In den ersten 100 Vorstellungen warst du brutal. Ja. Und jetzt? Jetzt hat deine Intensität nachgelassen. Ich bin präzise. Jeder Griff, jede Bewegung ist genau, wie wir sie probiert haben. Und wie bei der ersten Vorstellung. Eben nicht, du bist glatter. Routinierter? Ja, das Entsetzen vor deiner eigenen Tat fehlt. Stimmt das? Wenn ich mir eine Meinung erlauben darf, ja. Da hörst du's. Du siehst ja, was los ist. Jetzt werden neue Angriffe auf uns losgehen. Diese Morde sind eine unbezahlbare Reklame. Ach. Also, heute Abend wieder in alter Form beim Mordgeschäft. Herr Doktor. Ja. Inspektor Dorn möchte Sie sprechen. Gut, ich komme. Also kannten Sie die Ermordete? Na, deswegen haben Sie mich doch hierher bestellt. Oder hatten Sie vielleicht was anderes mit mir vor? Aber doch nicht hier. Ach, na, nun reden Sie doch hier keinen Unsinn. Antworten Sie mir auf meine Frage. Kannten Sie die Ermordete? Lissy. Tja. Lissy war eine Kollegin von mir. Fast sogar eine Freundin. Elisabeth Strait. Wir nannten sie alle nur Lissy. Sie war ein nettes, ruhiges, bescheidenes und schwer arbeitendes Mädchen. Ja, ja, die Schwerarbeit kenne ich, ne? Herr Inspektor, ich spreche hier für 1437 junge Damen, die teilweise mit der besten Gesellschaft in der besten Gesellschaft ihrer freiberuflichen Tätigkeit nachgehen. Und ich möchte Sie fragen, was Sie dagegen zu unternehmen gedenken, dass eine nach der anderen umgebracht wird. Das waren doch nur zwei. Was, nur zwei? Sagen Sie mal, das ist Ihnen wohl nicht genug? Eine, das kann Zufall gewesen sein. Das kann ja mal vorkommen. Aber zwei, da liegt doch schon Methode drin. Nun stellen Sie sich vor, man ist doch seines Lebens nicht mehr sicher. Wenn eine von uns mehr als 3 Schritte auf die Straße geht und vom Haus weg, da muss sie ja sofort Gefahrenzulage verlangen. Und wer von den Herrschaften zahlt das schon? Sie etwa? Hä? Ja. Ja, ja, danke, ich brauche Sie jetzt nicht mehr. Ja, wieso? Ich dachte, na gut, wie Sie meinen. Wenn Sie sich's anders überlegen sollten, Herr Inspektor, hier ist meine Telefonnummer. Hempstead 3407. Lassen Sie mich schon los. Nicht vergessen, Hempstead 3407. Hier ist der Obduktionsbefund. Ja. Der tödliche Schnitt wurde mit einem großen, beiderseitig geschliffenen Gegenstand vollzogen, genau wie beim ersten Mord. Spuren am Hals lassen darauf schließen, dass das Opfer zunächst im Würgegriff gehalten worden ist. Zuerst mit beiden Händen und dann nur noch mit einer Hand, und zwar mit der rechten. Stich und Schnitt sind mit der linken Hand ausgeführt worden. Ach. Mit der linken? Ja. Sind Sie ganz sicher, Doktor?
Absolut. Linkshändig. Mhm. Wie der historische Jack the Ripper. Genau. In dem Theaterstück wird auch links gemordet, schreibt die Zeitung. Ja, ich bin mit dem Schauspieler Richard Sands sehr eng befreundet. Er hat mich gebeten, bei den Proben dabei zu sein. Ich habe ihn also sozusagen technisch oder medizinisch beraten. Ja. Was halten Sie überhaupt von der ganzen Sache? Ich meine, wie die Zeitungen die Mordfälle mit dem Theaterstück in Verbindung bringen. Eine eigenartige Parallelität. Zufall, weiter nichts. Wie viel müssen wir zahlen, wenn wir deinen Filzmantel aus dem Bleihaus holen? 11 Pfund. Das Auto nehmen wir wieder in Betrieb. Die Miete ist für wie viele Monate zu zahlen? Für 3. Bleiben 258. Rechnen wir mal für dich ein neues Kleid. Auch wenn wir alle Schulden bezahlen, es bleibt genug, dass wir endlich heiraten können. Was würdest du dazu sagen, Betty? Hä? Ach, Teddylein, ich habe dich schon so oft gebeten, nicht mehr von unserer Heirat zu sprechen. Das macht mich immer gleich für ein halbes Jahr lang traurig. Aber wenn doch genug übrig bleiben würde. Wovon? Von den 300 Pfund Belohnung, wenn wir den neuen Jack the Ripper fassen. Hier. Den Jack the Ripper? Ja. Ohne mich, Teddy. Mir ist schon damals im Theater ganz schlecht geworden. Ach, wir werden Hand in Hand arbeiten. Hinaus aus dem Büro und hinein ins Abenteuer. Wir werden Scotland Yard zeigen, wie man Frauenmörder zur Strecke bringt. Ich, Teddy Flint. Wir sehen, eines Tages wird unser Reklameschild Argus nicht mehr so hoch hängen, dass es nur die Vögel lesen können. Nein, unten an der Straße in Messing. Und darauf wird stehen Teddy Flynn, Meisterdetektiv. Ach bitte, Teddylein, ich eigne mich nicht so dafür. Ich habe Angst. Ich werde immer neben dir sein. Und wenn es einer der Verbrecher machen sollte, dann werde ich ihm schon zeigen, mit wem er es zu tun hat. Ich sage Mr. Sand Bescheid, dass Sie hier sind. Dankeschön. Ich freue mich, dass du da bist, Dan. Entschuldige, ich muss mich umziehen. Ist was passiert, Dan? Ich habe an Morrell geschrieben. Was denn? Dass es aus ist. Was willst du damit sagen? Ja. Wir sind praktisch miteinander aufgewachsen. Als der Onkel mich nach dem Tod meiner Mutter ins Haus holte, da kümmerte er sich bereits um Morrell. Morrells Vater und Onkel waren Freunde. Bitte gib mir doch mal den Hut an. Morrells Vater war irgendein hoher Regierungsbeamter. Dieser hier? Nein, nein, den Schwarzen. Eines Tages aber war auf eine ganz merkwürdige Art und Weise einfach verschwunden. Danke. Der Onkel holte den Jungen dann aus dem Waisenhaus und sorgte für ihn und ließ ihn studieren. Und seit dieser Zeit kennen wir uns. Ja, und dann kamst du. Und von diesem Moment an wusste ich, dass ich dich liebe. Hat dein Onkel gehofft, dass ihr beide, Morrell und du, heiraten werdet? Oh, nein. Onkel war ja selbst nicht verheiratet und hat natürlich auch keine Kinder. Ich glaube, der kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich einmal heiraten würde. Wartest du auf mich? Nein, ich kann ja nicht. Die warten auf mich zu Hause.
Natürlich gerät man immer wieder in eine gewisse Aufregung bei der Mordszene. Ihre Ermordung unterscheidet sich von den anderen elf. Oh ja, Regisseur Melo hat immer wieder neue Varianten gefunden. Zum Beispiel, ich werde gegen den Tisch geschleudert. Die blauen Stellen, die ich im Laufe der Abenden bekommen habe, die kann ich Ihnen leider nicht zeigen. Schade, ist Ihnen nicht manchmal unheimlich zumute? Oh ja, besonders jetzt, nachdem die richtigen Morde passiert sind. Das kann ich verstehen. Bitte so, ja? Und was haben Sie für ein Gefühl, wenn Mr. Sensi so am Hals packt? Manchmal denke ich, wenn er mich so mit dem Würgegriff am Hals packt, was ein bisschen mehr Kraft und sind wirklich schon unheimliche Sekunden. Und Mr. Sand? Och, ich bewundere ihn. Wie er diese kolossale Nervenanspannung Abend für Abend durchhält. Ihr Auftritt bitte, Miss Nichols. Danke. Jetzt müssen Sie mich leider entschuldigen. Komm jetzt, ja? Natürlich. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Da ist er wieder. Der vorhin den Kopf durch die Tür gesteckt hat? Verdächtig. Höchst verdächtig. Wirst du ihn hier im Theater finden, wir den Mörder. Komm, komm. Bitte geben Sie mir den Schal. Ich werde so bald wie möglich wieder zurück sein. Kein Licht machen. Wenn Miss N nach mir fragt, ich habe Nachtsitzungen im Parlament. Sehr wohl, Sir. Entschuldigen Sie die Störung. Was ist denn los? Thank you.
Gute Nacht, Miss Nichols. Der dritte Fall. Die Schauspielerin Evelyn Nichols. Ja, und sie wurde genauso getötet, wie sie jeden Abend im letzten Akt auf der Bühne umgebracht wurde. Gewürgt und aufgeschlitzt. Also wie es der Schauspieler vormachte. Der Schauspieler Richard Sand. Das wollten Sie doch sagen. Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber so ist es doch, oder? Die Belohnung ist erhöht worden. Wenn ich daran denke, dass ich den Mörder unter der Bühne gesehen habe, ich hätte den Mord verhindern können. Aber immerhin, einen großen Erfolg hast du ja gehabt. Ein Lacherfolg. Ich habe mich so für dich geschämt. Ja, ja, du hättest dich nur sehen sollen. Dort im Theater kannst du dich nicht mehr blicken lassen. So eine Blamage.
Du hast leicht reden. Ich möchte mal sehen, wie du dich benehmen würdest, wenn du plötzlich auf einer Bühne stehst und tausend Augen sehen dich an. Jedenfalls anders als du. Ich werde es dir beweisen. Da bin ich aber gespannt. Ich habe nämlich eine Idee. Gratuliere. Ich nämlich auch. Wir hören auf. Wir geben nur unser letztes Geld für Eintrittskarten aus und verlieren unsere Zeit. Falsch. Wir machen weiter. Aber du hast doch immer gesagt, du hast zu der ganzen Sache keinen Mut. Ja, das war am Anfang. Aber jetzt lass mich mal. Was hast du denn vor? Du wirst es sehen. Emily? Ja? Wissen Sie zufällig, wo mein Onkel gestern Abend war? Ich wollte noch spät Abend mit ihm sprechen, aber er war nicht da. Sir George hat mir aufgetragen, Ihnen auszurichten, dass er in einer späten Sitzung im Parlament war. Ja, es stimmt. Entschuldige, die Sitzung zog sich bis über Mitternacht hin. Das war sehr anstrengend. Kommst du zum Essen, Anne? Ja, ich komme. Was Neues? Nein. Evelyn sagte, dass sie nach dem Theater noch eingeladen sei. Bei wem? Das hat sie nicht gesagt. Haben Sie eine Erklärung für den Mordfall? Nein, wenn alle Schmucksachen noch da sind. Geraubt wurde nichts. Hatte sie einen Liebhaber? Ja, ich meine, könnte Eifersucht in Frage kommen? Was ist denn? Sie müssen mir alles sagen, was Sie wissen. Wissen Sie, Evelyn war sehr leichtlebig. Vielleicht war sie gar keine Schauspielerin. Sondern? Nun ja, eine. Ah, so. Nun ja, eine. Also so direkt kann man das nicht sagen. Nein, nein, danke schön. Danke schön, Sie können jetzt gehen. Wann war denn das eigentlich, Horlick? Vor 6 Jahren. Mhm. Ich bekam 3 Jahre. Ja. Man einigt sich auf Totschlag. Aber es war ein Unglücksfall. Ja, ja, ich entsinne mich. Kommen Sie, setzen sich hin. Sie haben damals auf der Bühne Ihren Partner im Zweikampf richtig erstochen, ne? Ein Unglücksfall? Ja, ja. Nachher hieß es, weil ich eifersüchtig auf ihn gewesen sein soll. Ein Jahr hat man mir erlassen. Jetzt sind Sie hier engagiert? Ja, als Inspizient und Requisiteur. Und Sie haben die Mordwaffen in Verwahrung? Ja, als Requisiteur. Ich habe sie selbst konstruiert. Ah, scheußliche Wirkung. Ja, aber von weitem sehr echt. Mhm. Sie sind auch Diener bei Mr. Sand? Ja, auch. Wohnen auch in seinem Haus? Ja, Sir. Dann können Sie mir vielleicht auch sagen, wann er heute Nacht nach Hause gekommen ist. Mr. Sand? Heute Nacht? Nach Haus? Wie immer, gleich nach der Vorstellung. Was machen diese Leute da? Wir müssen ein anderes Mädchen engagieren, weil er doch Miss Nichols leider. Morgen, Inspektor. Entschuldigen Sie. Lasst euch mal anschauen. Macht mal die Mäntel auf. Handelt es sich um die Rolle der Schauspielerin, die ermordet wurde? Ja. Nein, die Rolle möchte ich lieber nicht übernehmen. Warum nicht? Was ist dabei? Nein, nein. Bitte, ich übernehme die Rolle. Mir macht nichts aus. Oh. Inspektor Dorn, würden Sie mir einige Fragen bitte beantworten, Mr. Sands? Bitte. Guten Morgen. Wann haben Sie von der Ermordung Miss Nichols gehört, Mr. Sand? Das ist der Mailer, rief mich heute Morgen an und dann lasse ich es in der Zeitung. Wo? Wo? Ja. Aber bitte setzen Sie sich doch. Danke. Ich lag noch im Bett und mein Diener brachte sie mir. Wann kamen Sie wohl in der Nacht nach Hause? Spät. Ah ja. Also natürlich nicht gleich nach der Vorstellung, nicht? Nein. Und wo waren Sie noch? Zuerst im Club und dann in einem Restaurant. Wo bitte? Am Marble Arch. Oh, ja. Da haben Sie natürlich gegessen. Ja, dort habe ich gegessen. Und dann? Dann besuchte ich eine Bar und ging zu Fuß nach Hause. Ach, wie lange waren Sie da wohl unterwegs? Etwa eine Stunde oder länger. Tja, was sagen Sie nun zu dem eigenartigen Mord?
der sich nur schon zum dritten Mal, ähnlich wie Sie ihn hier jeden Abend auf der Bühne spielen, in Wirklichkeit wiederholt hat. Ich habe den Entschluss gefasst, diese Rolle nicht mehr zu spielen. Ach. Mr. Mailer? Ja. Mr. Mailer. Mr. Sand erklärt soeben, dass er nicht mehr spielen wird. Aber Richard, du hast einen Vertrag. Dort unten haben wir Ersatz. Dankeschön. Das wäre Vertragsbruch. Du kannst nicht so einfach sagen, ich höre auf. Überleg dir das. Sie meinen also, Mr. Sand, es wäre besser, dass man das Stück nicht mehr gibt? Oder dass ein anderer Schauspieler meine Rolle übernimmt? Ausgeschlossen, unmöglich. Ich danke Ihnen. Ach, noch einen Augenblick, Mr. Mailer. Ja, Augenblick. Ich möchte ganz gern noch den Autor des Stückes sprechen, Anatole Lestrade. Ist das ein Franzose? Es ist ein Pseudonym. Ja, aber der bekommt doch die Tantiemen. Ja. Und wie? Auf ein Konto. Aber Sie kennen ihn. Anatole Lestrade? Ich sagte schon, es ist ein Deckname. Hinter dem Sie sich verbergen. Ne? Naja. Da haben wir das Pseudonym ja schon gelüftet. Sie haben also das Stück geschrieben, inszeniert und kassieren natürlich auch die Einnahmen. Stimmt's? Und diese Morde hier sind außerdem noch eine glänzende Reklame für Sie. Diese Unterstellung weise ich entschieden zurück. Was gibt's? Das steckt im Briefkasten Ihres Büros. Danke. Das war die dritte. Ich werde weitermorden, bis die Anzahl, die ich mir vorgenommen habe, erreicht ist. Dann bringe ich mich selber um. Jack the Ripper. Guten Tag. Sie möchten bitte dort warten. Danke. Hallo, Richard. Guten Tag, ja. Na, wie geht's dir? Gut. Die Aufforderung deines Onkels, ihn noch mal zu besuchen, kam für mich sehr überraschend. Ich hatte geglaubt, er wird... Mr. Sands. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Unsere Unterredung wird kurz sein. Anne, darf ich dich bitten, uns allein zu lassen? Oh, bitte, Onkel, lass mich hier bleiben. Wie du willst. Aber vielleicht wird es Mr. Sand unangenehm sein, wenn ich vor dir das bespreche, was nur für ihn bestimmt ist. Ich habe vor Anne keine Geheimnisse. Gut. Danke. Als meine Schwester starb, habe ich meine Nichte Anne in mein Haus aufgenommen. Anne war noch ein Kind. Ich habe sie wie meine eigene Tochter gehalten. Ich will mich auch um ihr weiteres Schicksal kümmern. Das ist anzuerkennen, Sir. Ich weiß jetzt, dass Sie Ans Zuneigung gewonnen haben. Wie weit Ihre Gefühle und Ihre Absichten gegenüber meiner Nichte gehen, ist mir unbekannt. Ich will es auch nicht wissen. Ich will es Ihnen trotzdem sagen, Sir. Ich liebe ihn. Und ich liebe ihn auch. Ich bitte dich zu schweigen. Mr. Sand, ich habe erfahren, dass Sie in einem Sanatorium eine Rauschgiftentziehungskur durchgemacht haben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Es war in einer Zeit, als ich eine berufliche Krise durchmachte. Kein Engagement, keine Rollen oder nur unbefriedigende in einem Revue-Theater. Das kostete Nerven. Und die Rolle, die Sie jetzt spielen, kostet keine Nerven. Ja, schon, doch, aber... Die Zeit, in der ich von solchen Dingen abhängig war, die ist vorbei. Das will ich hoffen. In Ihrem Interesse, Mr. Sand. Trotzdem, ich verlange von Ihnen, dass Sie vom heutigen Tag an jede Beziehung zu meiner Nichte abbrechen. Ich bitte Sie, das nicht von mir zu verlangen. Weil ich es nicht einhalten werde. Danke, Richard. Ich habe der Unterredung nichts mehr hinzuzusetzen. Es
Es wird alles gut werden. Was hast du? Nichts. Wirklich. Bitte. Bitte vertrau mir an. George hat mir soeben jede weitere Beziehung zu Anne verboten. Und du? Bist du gekommen, mir deine Freundschaft zu kündigen? Nein, Richard. Ich glaube, es gibt nur einen Menschen, der hier zu entscheiden hat, und das ist Anne. Und die hat sich entschieden. Hat nämlich erfahren, dass ich damals diese Morphium-Entziehungskur gemacht habe. Von wem er es erfahren hat, das weiß ich nicht. Von mir? Und warum? Er wollte in den Listen der Gesundheitspolizei nachsehen. Als Parlamentsmitglied hätte man ihm den Einblick nicht verweigern können. Und dann hätte er erfahren, dass es nicht das einzige Mal gewesen ist. Richard, ich bin gekommen, um dich zu bitten, dass die Freundschaft zwischen dir und mir bestehen bleiben soll. Horlick, was zu trinken? Du, entschuldige, wenn ich mich in diesem Augenblick anmale. Es sieht albern aus, ich weiß, aber die Vorstellung beginnt gleich. Weißt du, und wenn auch zwischen Anne und mir eine Freundschaft bestehen bleiben kann, vorausgesetzt, dass du damit einverstanden bist. Du bleibst unser Freund, ist doch klar, du gehörst zu uns. Vorstellung beginnt in 3 Minuten. Ah, ja, ja. Entschuldige mich. Ja. Nimmst du das immer? Ha? Ja, ich muss. Sonst halte ich die Vorstellung nicht durch. Die sind sehr stark. Ich schreibe dir was anderes auf. Mich gelockt. Ich! Ach, lass mich in Ruhe! Schurke! Thank you.
Vorstellung war heute früh aus. Warum? Ein Krankheitsfall. Wer denn? Mr. Sand. Ist er nach Hause gefahren? Weggerannt ist er. Sein Wagen steht noch da. Dankeschön. Das war ein richtiger Dolch. Scharf geschliffen. Nicht das Bühnenmesser. Wenn er es nicht rechtzeitig gemerkt hätte, wäre es zu einem Mord auf der Bühne gekommen. Aber wer kann die Messer vertauscht haben? Irgendeiner, der ein Interesse daran hat. Jeden Abend lege ich ihm die richtigen Requisiten hin und passe auf, dass... Das wird es sein. Bei Mr. Sand. Was ist? Ja, wir kommen. Mir ist etwas zugestoßen. Licht, Licht. Sauerstoff. Anomalien, IV. Ich bin's. Morrow. Ganz ruhig. Schön tief atmen. Na? Fühlst du dich schon wieder besser? Ich hab dir eine Spritze gegeben. Wirst gleich wieder in Ordnung sein. Herr Doktor. Ich kann jetzt nicht. Es ist wichtig, Inspektor Dorn. Ja, hallo? Ja, wo? Gut, ich komme. Schon wieder im Mord. Halten Sie ihn unter ständiger Kontrolle. Wenn die Atmung flacher wird oder der Puls kleiner, dann geben Sie ihm noch eine Injektion.
Alles in Ordnung. Nun, Mr. Sand, wie geht's Ihnen? Bisschen zusammengeklappt, was? Wie fühlst du dich, Richard? Danke, gut. Horlick wird mich gleich abholen. Bitte bleib noch liegen. Mr. Sand, ich weiß nicht, ob man Ihnen jetzt eine Nachricht geben kann, die Sie vielleicht erschüttern wird. Inspektor. Jack the Ripper hat heute Nacht ein neues Opfer zur Strecke gebracht. Das vierte. Wieder ein Straßenmädchen. Und wieder aufgeschlitzt. Hierher. Inspektor, das können Sie nicht. Ich kann alles. Wollen Sie die Frau sehen? Bitte. Mr. Sand ist krank. Lass nur. Ich will sie sehen. Warum zwingen Sie mich, diese Frau anzusehen? Ich habe sie nicht gezwungen. Ich habe Sie gefragt, ob Sie die Frau sehen wollen, und Sie haben sie sich angesehen. Und was hätten Sie gemacht, wenn ich mich geweigert hätte? Ich will es Ihnen sagen. Ihre misstrauischen Fragen, Ihr ganzes Verhalten verrät, dass Sie mich mit meiner Rolle, die ich auf der Bühne spiele, verwechseln. Oh, das wäre eine gefährliche Verwechslung. Richard! Was wollen die von dir? Dieser Herr von der Polizei glaubt, ich sei der neue Jack the Ripper. Morrell, kannst du denn nichts tun? Herr Kommissar, ich muss Sie wirklich bitten. Dieser Mann hat einen Nervenzusammenbruch. Dieses Mädchen hier ist brutal ermordet worden. Sie haben mir einmal gesagt, Mr. Sand, dass Sie diese Rolle nicht mehr weiterspielen wollen. Wahrscheinlich, weil Sie die Gefährlichkeit dieses Spiels erkannt haben. Warum haben Sie diese unheimliche Rolle trotzdem weitergespielt? Ich wollte sie nicht mehr spielen, weil sie mich kaputt macht, weil sie mich seelisch fertig macht. Aber wenn Sie glauben, dass mein schlechtes Gewissen mich daran hinderte oder weil irgendwelche Schuldgefühle mich dazu trieben, die Rolle des Mörders nicht mehr zu spielen, dann sage ich Ihnen, jetzt werde ich sie weiterspielen. Immer wieder, Abend für Abend, noch 100 Mal. Aber Sie werden weiter neue Morde entdecken müssen. Immer mehr Morde von Jack the Ripper, ohne ihn fassen zu können, weil Sie versagt haben. Sie, nicht ich! Richard! Bitte beruhige dich, Rich. Wir werden den Mörder fassen, verlassen Sie sich darauf. Aber Sie werden ihn nicht mehr weiterspielen. Die Polizeibehörden werden aufgrund der letzten Vorkommnisse das Theater schließen lassen. Vielleicht ist das gut so. Kann ich jetzt gehen? Nein, bleiben Sie nur. Ich gehe. Ich erwarte Ihren Obduktionsbefund, Doktor. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kommissar. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht, aber ich ging und mir wurde schwindelig. Ich setzte mich und war auf einmal müde. Ich schlafe schlecht. Und letzte Nacht habe ich wieder geträumt. Was hast du geträumt? Es ist immer derselbe Traum, der mich verfolgt. Bis in mein Wachsein hinein. Jeden Abend ermorde ich Menschen auf der Bühne. Im Traum sehe ich die Ermordeten dann wieder, aber sie stehen nicht wieder auf, wie die Schauspielerinnen auf der Bühne, wenn der Vorhang gefallen ist. Sie bleiben tot liegen, einer neben der anderen. Wie das Mädchen, das da reingefahren wurde. Ich wusste nicht, ist die Tote dort geträumt oder Wirklichkeit? Da musste ich sie ansehen. Ich bring dich nach Haus. Du brauchst Ruhe. Gute Nacht, Lauren. Und vielen Dank. Wiedersehen, Herr Doktor. Die Ermordete ist die 28-jährige Prostituierte Ann Crawler. Vorbestraft wegen Beischlafdiebstahl und zweimal wegen gemeiner Drohung. Ach, das habt ihr rausgekriegt. Ja. Gratuliere.
Aber dass währenddessen dieser Zettel hier reingeschoben wurde, habt ihr wohl nicht gemerkt, was? Das war Mord Nummer 4. Der Nummer 5 werde ich ein Ohr abschneiden und es der Polizei schicken. Unterschrift Jack the Ripper. Diese beiden Nachrichten gehen sofort an die Zeitungen. Alle sollen lesen, wozu diese Scheusal imstande ist. Sie über seine Mordtaten auch noch grausame Witze macht, aber vielleicht fassen wir ihn hiermit. Die Leser sollen alle Schriftzüge, die der Schrift des Mörders gleichen, zur Anzeige bringen. Die Anzeigen werden streng vertraulich behandelt. Hier, sieh dir das an. Da ist doch eine Ähnlichkeit. Hier zum Beispiel das M bei Nicht und hier bei Nummer. Das kann doch dieselbe Handschrift sein. Ich weiß, dass mein Onkel gelogen hat. Aber warum lügt er? Und was sollen diese geheimnisvollen nächtlichen Spaziergänge bedeuten? Der Gedanke, dass Sir George Edwards Parlamentsmitglied der Schrecken von Whitechapel sein soll, das ist grotesk. Richard, das ist alles so furchtbar. Aber er ist immer dann nachts unterwegs, wenn diese Morde passieren. Ist das wahr? Ja. Und dann diese Ähnlichkeit der Buchstaben. Red dir nichts ein, Anne. Bitte. Was ist das für ein Zettel? Die Anschrift und Telefonnummer von Mr. Sand. Hat er das selbst geschrieben? Ja, als ich in seiner Wohnung anrufen sollte. Danke. Schon wieder ein Mord. Diese Nacht. Und wo waren wir? Im Bett. Das war eben schlecht. Das fand ich nicht. Du, ich habe eine Idee. Nein, bitte nicht. Ach, du sei ganz still. Ich bin auf dem Theater viel besser gewesen als du. Außerdem wäre ich ja beinahe richtig ermordet worden. Na und? Das hätte uns auch nicht weitergeholfen. Hör zu. Meine Idee. Ich will nicht. Das Theater ist doch geschlossen. Folglich müssen wir unsere Arbeitsweise auf die Straße verlegen. Wieso? Weißt du, was dort der Ripper macht? Natürlich weiß ich, was er macht. Er ermordet Mädchen. Nein. Was denn sonst? Straßenmädchen. Ich möchte ein Straßenmädchen sehen, das kein Mädchen ist. Na, in der Beziehung hast du allerdings Erfahrung gesammelt. Betty, ja? Ahnst du jetzt, welche Idee ich habe? Nein, ich will sie auch gar nicht ahnen. Dann werde ich sie dir sagen. Wir müssen den Mörder anlocken. Ich werde mich in ein Straßenmädchen verwandeln und du... Und ich? Du bist mein Freund, mein Beschützer. Ich soll den Zuhälter spielen? Ja. Niemals! Hehe! Du nimmst das alles so ohne Protest hin? Das Verbot meines Stückes und die Schließung des Theaters? Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Hast du denn protestiert? Und zwar energisch. Man behandelt mich wie einen Verdächtigen. Auf Schritt und Tritt werde ich von Detektiven verfolgt. In Shakespeare-Stücken liegen die Toten nur so herum. Ich habe nicht gehört, dass man ihn deswegen belangen wollte. Hier mein Protest und meine Klage wegen Geschäftsschädigung. Ich soll das mit unterschreiben? Natürlich. Unser Stück könnte noch lange laufen. Jetzt nach dem 4. Mord, der wie bestellt kam. Wo gibt es sonst eine solche Reklame? Danke. Und das soll auf einmal alles aus sein? Nur weil ein paar Leute da oben dagegen sind? Unterschreibe. Nein, Meller, ich unterschreibe nicht. Vergiss das Messer, das man mir unter die Requisiten geschmuggelt hat. Man hat es getan, damit die Polizei einen Grund hatte, das Theater zu schließen. Oh nein. Man wollte, dass ich mit einem richtigen Messer auf der Bühne töte. Was ihm passiert ist, das sollte mir auch passieren. Wer wollte das? Ich weiß nicht. Aber wenn mich nicht irgendetwas gewarnt hätte, dann wäre dieses Mädchen jetzt tot. Ich bin froh, dass ich die Rolle nicht mehr zu spielen brauche. Hör zu, ich mache dir einen anderen Vorschlag. Wir brechen unsere Zelte hier ab und verschwinden aus London. Das Grand Guignol Theater in Paris wird mein Stück übernehmen. Du kannst dort die Rolle weiterspielen. Mähler, ich will dir was sagen. Ich werde diese Rolle nie wieder spielen. Was soll das? Sie geht. Wieso? Seitdem sie das in der Zeitung gelesen hat, hat sie Angst vor Jack, dem Bauchaufschlitzer. Ich will nicht mehr in London bleiben. Ich gehe zurück nach Maidstone. Du vergisst, dass du einen Dienstvertrag hast. Mir egal. Ich halte es nicht länger aus. Nicht hier in diesem Haus. Sie träumt immer von diesem Schauspieler Sand, den sie hier gesehen hat. Sie fürchtet sich vor ihm. Bist du närrisch?
Nicht eine Nacht bleibe ich mehr. Ich lasse mir kein Ohr abschneiden. Da ist nichts zu machen. Ein gutes Hausmädchen wäre sowieso nie aus dir geworden. Na gut, geh zurück in dein Dorf. Nehmen Sie sofort mit einer Agentur Verbindung auf wegen Ihres neuen Hausmädchens. Sehr wohl, Sir George. Wie kommt das Foto von Sir George Edwards her? Wir haben ihn fotografiert, als er in der Vorstellung war, wie die anderen alle. Und die Schriftprobe? Eine von vielen, die uns zugeschickt wurden. Darf ich mal? Schriftexperten sind noch bei der Überprüfung. Haben Sie mir was zu sagen, Doktor? Was meinen Sie damit? Oh, ich dachte nur, vielleicht über Ihren Freund, Richard Sand. Sie sind nämlich nicht nur sein Freund, sondern auch ein Beamter im Polizeidienst. Und Ihre erste Pflicht ist es, alles zu tun, was zur Ergreifung des Täters und zur Aufklärung der Verbrechen führt. Ich wüsste nicht, was ich in dieser Beziehung versäumt hätte. Oh, Sie haben einen Zettel mit der Handschrift Ihres Freundes vernichtet. Warum? Weil ich es für vollkommen unwichtig hielt. Für uns ist jeder kleinste Schnipsel Papier wichtig. Wie kommt das hier her? Eins von vielen, was uns zugeschickt wurde, anonym. Sand gehört in den engeren Kreis der Verdächtigen. Und Sie haben diesen Zettel in den Papierkorb geworfen. Gute Nacht, Dr. Greeley. Etwas mehr Vertrauen in unsere Zusammenarbeit. Freundschaft ist eine gute Sache. Darf einen nur nicht in Konflikte bringen. Mit der Wahrheit, mit dem Gesetz. Gute Nacht. Eine günstige Ecke. Kannst du mir glauben, ich spreche aus Erfahrung. Ja, vielleicht für dich nicht, für mich schon. Guten Abend. Mach's gut. Ich mach schon. Was geht Sie das an, was ich mit den Mädeln habe? Ja, was du mit mir hast. Sie kennen ihn? Und ob ich ihn kenne, den brutalen Kerl. Er wird mich nicht gehen lassen. Aber ich habe eine prima Stellung bei einem Parlamentsmitglied. Oh. Thank you.
dass Sie kommen, Sir George. Und den wieder rauslassen. Das Gesetz, an dem ich mitgearbeitet habe, befiehlt mir, die Menschheit von dem Abschaum, von der Pest, die sich von Generation zu Generation weiter vererbt, zu befreien. George, du bist mein Freund. Lass mich raus! Ben! Du darfst nicht ohne mich gehen! Was machst du hier? Das Parlament wartet auf mich! Mach mal die Tür auf. Ben, mach doch die Tür auf! Ben, Tür aufmachen! Machen Sie doch die Tür auf! Ich hab bitte, es ist nicht meine Schuld. Komm, komm. Wer ist der Mann? Beruhige dich doch, mein Kind. Wer ist der Mann in der Zelle? Ein armer Freund von mir. Ich will dir alles sagen, aber komm fort von dir. Die Sünden der Väter werden heimgesucht bis ins siebte Glied. So wollen es die Gesetze des Lebens. Tür zuschließen. Nein! 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 Hilfe! Hilfe!
kleine Kinder mitten in der Nacht auf der Treppe lassen. Doch Eltern sind das. Man müsste das verbieten. Siehst du was? Du kannst auch nicht sehen. In der Wohnung ist alles dunkel. Jetzt brennt Licht. Horlick. Verdächtig. Höchst verdächtig. Also, was machst du denn da? Da kommt hin. So, jetzt lass mich mal rauf. Na los. Langsam doch! Er schimpft. Warum? Er hat ihm seinen Whisky ausgetrunken. Was glaubst du, wie lange wir hier noch sitzen müssen? Ach, Jäger auf dem Anstand müssen oft stundenlang warten, bis sie zum Schuss kommen. Du, da kommt er wieder! Meine Hose ist kaputt. Ach, wenn wir die Belohnung bekommen, kannst du dir 1000 Hosen kaufen. Was soll ich denn mit 1000 Hosen? Komm schon. Hallo? Bitte wiederholen Sie das. Wer spricht da? Hallo? Jacks Rippe soll angeblich auf dem Weg zur Pelly Street 13 sein. Wer hat angerufen? Name wurde nicht genannt. Alarm, Mordkommission zum Einsatz. Mordkommission zum Einsatz. Dr. Greeley verständigen. Warum soll ich in die Pelly Street kommen? Wer erwartet mich dort? Wieso lebenswichtig? Wer spricht denn dort? Hallo? Hallo? Seid doch ruhig! Hoch! Hier ist die 13! Da steckt der Ripper! Nehmen Sie die Hände hoch. Sie ist tot. Drehen Sie sich um, Gesichtsverwandt, im Namen des Gesetzes. Man hat mich telefonisch hierher gerufen. Sie sind Jack the Ripper. Sie sind verhaftet. Da! Teddy! Teddy! Teddy, nein! Nein! Erwischt.
Richard helfen. Sie glauben, er ist an Bord. Er ist verletzt. Wo ist er? Oben. Ich will zu meiner Mutti. Er hat sie tot. Sei ruhig. Gemacht. Sei ruhig. Ich bring dich zu deiner Mutter, ja? Molly, ich hab das nicht getan. Sag ihnen doch, dass ich es nicht gewesen bin. Wieder dasselbe. Aufgeschlitzt. Wie die anderen alle. Maul, du glaubst doch nicht, dass ich der Mörder bin. Nicht rühren. Das Mädchen hat den Mörder gesehen. Komm. Du hast den Mann gesehen. Erzähl doch mal. Er ist ins Zimmer gekommen von Miss Capstick und hat sie tot gemacht. Hast du auch sein Gesicht gesehen? Der Hut ist ihm vom Kopf gefallen. Ah. Ist es dieser Mann? Nein. Komm mal her. Ist der Mann, der Miss Capstick tot gemacht hat, hier in dem Zimmer? Komm mal mit. Ist es dieser Mann? Ist es dieser Mann? Ist es dieser Mann? Bist du ganz sicher? Er kam die Treppe rauf und ist in das Zimmer von Miss Capstick gegangen und hat sie tot gemacht. Nun, Dr. Greeley, was sagen Sie dazu? Sie sollen draußen bleiben. Lass endlos. Sag denen, Sie sollen draußen bleiben! Inspektor, draußen bleiben! Mr. Sand! Was ist? Lassen Sie uns allein. Es ist besser so. Richard. Ja, Moll? Du hast mir Ehren weggenommen. Du weißt genau, dass ich das nicht getan habe. Doch! Und darum. Mauls Vater war einer der höchsten Regierungsbeamten. In seiner frühesten Jugend wurde er von einem Straßenmädchen schwer krank und elend. Er verfiel später in unheilbaren Wahnsinn. Ich kümmerte mich all die Jahre um ihn. Er lebt noch, vegetiert so hin, aber für die Öffentlichkeit und für seinen Sohn Morrell war er gestorben. Morrell wusste von dieser furchtbaren Krankheit, die seinen Vater und die Familie zerstört hatte. In unbezähmbarem Hass auf all diese Frauen tötete er sie. Die Krankheit des Vaters, die sich auf ihn vererbt hat, trieb ihn dazu. Und er lud allen Verdacht auf Mr. Sand, der diese Morde allabendlich auf der Bühne spielen musste. Er tat das, um unentdeckt weitermorden zu können, so wie dieses unheimliche Erbe es ihm befahl. Jack the Ripper gefasst. Selbstmord des Täters. Jack the Ripper Nummer 2. Bei Verhaftung Selbstmord. Das Ungeheuer von London City ist tot. Jack the Ripper gefasst. Selbstmord des Täters. Bitte sehr.